Ich heiße Effi Briest. Ich bin Hauptheldin von einem ganz spannenden Roman von Theodor Fontane. Bis meinem 17. Lebensjahr wohnte ich mit meinen Eltern in einer kleinen Stadt. Unsere Verhältnisse waren warm und wir haben uns perfekt verstanden. Ich träumte von einer großen Liebe. Ich habe das Leben genossen, Spaß mit Freunden gehabt, bin auf die Bälle gegangen. Plötzlich kam der alte Freund meiner Mutter, Gerd von den Städten, in unsere Stadt. Er war gegen 40. Einmal machte er meiner Mutter einen Heiratsantrag, aber sie wies ihn ab, weil sein Status in der Gesellschaft nicht hoch genug war. Ich war ratlos, als ich sein Gespräch mit meinen Eltern hörte. Es stellte sich heraus, dass er um meine Hand anhielt. Ich war absolut dagegen. Aber seine soziale Position zu jener Zeit ließ mich den Antrag annehmen. Bald heirateten wir. Es gab viele Gäste. Nach der Hochzeit fuhren wir in die Flitterwochen. Wir zogen nach Kessen, die Stadt, in der mein Mann Dienst hatte. Das brachte mir keine Freude. Der neue Ort erschreckte mich. Hier passierten seltsame Dinge. Wegen der Arbeit meines Mannes blieb ich oft allein und fand keine Ruhe. Nur wenn ich mich um meine Tochter Annie kümmerte, vergaß ich, was um mich herum geschah. Nach einer Weile begegnete ich Major von Krampas, dem ehemaligen Kollegen meines Mannes. Er begann mir Aufmerksamkeiten zu erweisen, aber ich widerstand seinem Charme. Zur gleichen Zeit bereitete der Major ein Theaterstück im örtlichen Theater vor. Krampas bot mir die Hauptrolle im Stück an und ich nahm sein Angebot mit Vergnügen an. Wir verbrachten viel Zeit miteinander. Dann begann eine Liebesbeziehung zwischen mir und dem Major. Ich war gezwungen, vor meinem Mann eine Komödie zu spielen. Ich fühlte mich wie eine Gefangene, litt darunter und wollte frei sein. Einige Tage später wurde mein Mann zu einer Dienstbeförderung nach Berlin gerufen. Er teilte mit, dass wir Kessen verlassen und in die Hauptstadt umziehen müssen. Ich muss dringend eine Entscheidung treffen. Ein Teil von mir sehnt sich nach Veränderungen, weil ich auf diese Weise ein neues Leben beginnen kann. Aber der andere Teil möchte mit Krampas zusammen sein. Was soll ich nun tun?